Moin, wir machen heute zusammen Schlutzkrapfen mit einer Speckfüllung. Schlutzkrapfen sind eine Tiroler Nudelspezialität. Wie man den Nudelteig macht, haben wir euch bereits im letzten Video gezeigt. Das Video verlinken wir euch gerne nochmal. Jetzt geht's aber los mit der Füllung. Wir haben hier 130 Gramm geräucherten Speck vom Metzger und braten ihn in der Pfanne kross an. Wenn der Speck kross ist, könnt ihr ihn in eine mit Küchenkrepp ausgelegte Schüssel geben, damit das überschüssige Fett aufgesogen wird. Der Speck wird jetzt zur Seite gelegt, damit er auskühlen kann. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die restlichen Zutaten. Dafür schneiden wir die Lauchzwiebeln in feine Ringe und geben sie zu unserem Leberkäsebrät in die Schüssel. Würzen das Ganze mit Pfeffer und geben noch einen guten Esslöffel Frischkäse hinzu, damit das Ganze geschmeidiger wird. Sobald der Speck ausgekühlt ist, gebt ihr ihn mit in die Schüssel und rührt das Ganze gut durch. Die fertige Masse in einen Spritzbeutel füllen. Damit ist die Füllung jetzt fertig und wir kümmern uns nun um unseren Nudelteig. Den Teig haben wir mit unserer Nudelmaschine bis zur Stufe 3 ausgerollt. Die dickste Stufe ist bei uns die 7. Das kann aber von Maschine zu Maschine variieren. Aus den langen Nudelbahnen stechen wir nun Kreise mit einem Durchmesser von ca. 8 cm aus, verquirlen ein Ei, schneiden den Spritzbeutel zurecht und sind nun bereit zum Füllen. Das Ei wird dünn auf die Teigplatten gepinselt, etwas Farce in die Mitte gespritzt und mit den Händen verschlossen. Achtet dabei darauf, dass die Luft draußen ist und die Teigtasche komplett verschlossen. Das funktioniert ganz gut mit einer Gabel und sieht dazu auch noch schön aus. Die ganze Farce reicht für ca. 60 Stück. Man kann sie sofort verzehren oder auch wunderbar einfrieren. Damit ihr sie dann portionsweise entnehmen könnt und sie nicht aneinander kleben, friert sie ein, ohne dass sie sich berühren. Wir haben sie, wie ihr seht, in einer Alu-Grillschale eingefroren und mit Frischhaltefolie bedeckt. Nun zur Zubereitung. Den Romana haben wir gewaschen und halbiert, die Paprika geschält. Dafür könnt ihr die Paprika einfach bei 220 Grad in den Ofen geben, bis sie schön dunkel ist. Wir haben sie auf der Gasflamme geröstet, weil es einfach schneller geht. Stellt nun einen Topf mit leicht gesalzenem Wasser auf, für die Schlutzkrapfen. Gefroren brauchen sie ca. 15 Minuten im kochenden Wasser und frisch ca. 9 bis 10 Minuten, je nachdem wie viel Farce drin ist. Schreckt die Paprika im kalten Wasser ab, um sie dann gut schälen zu können, und schneidet sie in feine Streifen. Wir haben den Romana in der Grillpfanne gegrillt, um ein schön röstiges Aroma zu bekommen. Würzt ihn mit Salz und Pfeffer und wendet ihn ein paar Mal, damit er nicht zu braun wird. Kurz vor Schluss gebt ihr dann noch etwas alten Balsamico über den Romana. In der Zwischenzeit gart ihr die Paprika in Butter und gebt etwas von dem Nudelwasser hinzu, damit das Nudelwasser sämig und zu einer Buttersoße wird. Wenn die Schlutzkrapfen fertig sind, kommen sie mit zur Paprika, damit sich die Aromen nochmal schön verbinden. Und für den letzten Kick kommt jetzt noch der Parmesan hinzu. Schwenkt alles ordentlich durch und richtet an. Die Schlutzkrapfen sind einfach mega geil. Macht sie unbedingt nach. Der gebratene Romana ist noch schön knackig und rundet das ganze Gericht ab. Wir hoffen, euch hat es auch diesmal gefallen. Gebt uns gern Feedback unter diesem Video und besucht uns auf jeden Fall mal auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, Chris und Marie.